Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Beim letzten Mal haben wir Schreine gesucht. Heute suchen wir den Boden der Schlucht auf. Und schauen, was wir hier vielleicht noch irgendwie Schönes machen können. Oder entdecken können. Oder... Ach, ich weiß auch nicht. Ja, früher gab es hier so einen Golfparcours. Ich glaube nicht, dass Ähnliches hier auch der Fall ist. Genau, Bollerball. Oh doch, das sieht nach Bollerball aus. Wenn am Corona steht, ist ja wohl Bollerball. Guten Tag. Willkommen, willkommen. Sei gegrüßt, Bursche. Zu spät noch hierher zu finden, das Zeug von Kampfgeist. Dann wette ich, du bist Feuer und Flamme für eine Runde Bollerball. Machst du Witze? Du hast noch nie Bollerball gehört? Das macht irre Spaß. Fürs nie mehr aufhören wollen. Die Idee kam mir genau hier, in diesem Tal. Von daher eigentlich klar, dass du es nicht kennst. Es ist ganz einfach. Schaff den Ball so weit weg, wie du nur kannst, bis die Zeit rum ist. Du kannst ihn tragen oder was drauflegen oder in was rumkarren, was dir also einfällt. Ach, verlier den Ball bloß nicht, sonst verlierst du auch das Spiel. Na, pass einfach auf, dass er nicht wegkullert. Und je weiter du ihn bringst, desto höher die Belohnung, klar? Oder? Also, hau rein. Na, eine Runde Bollerball? Okay. Dann krieg ich noch schnell 20 Rubine. Okay. Juhu, ich bringe nur schnell den Ball in Position, sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay. Darf ich den im Vorfeld schon an irgendwas draufpappen? Frag deinen Freund. Ja, also. Angenommen, wir würden hier tatsächlich was tun. Einfach hier vorne mit. Einfach hier vorne mit an. Gehen zu den Stabilisierungs-Stehaufmännchen oder so. Weil Stehaufmännchen gehen immer. Hinten kleben wir den Ball dran. Und dann mal gucken. Na, das klappt ja gut. So, haben wir dahin. Bitte warten. Nein, nicht so. Ja, sieht besser aus. Ja. Okay. Und dann zu guter Letzt. Ja. Wenn das nichts wird, tun wir sie auch nicht. Ich darf. Okay. Bin bereit. Bist du dann soweit? Okay. Jo, dann schnell zum Start. Bring den Ball so weit wie möglich auf die Plätze fertig. Los. Okay. In nur einer halben Minute. Okay. Klappe, Schüsse, Klappe, Schüsse, Klappe, Schüsse, Klappe, Schüsse, Klappe, Schüsse, Klappe, Schüsse. Hört sich ganz gut. Bislang. Okay. Ente. 390 Meter. Die Zeit ist um. Du bist 390 Meter weit gekommen. Juppidu. Echt weit gekommen. Ich wusste gleich, dass du was auf dem Kasten hast. Hat Spaß gemacht, dir zuzusehen. Vielen Dank. Hier, für dich. Ein violetter Rubin. Nein, mein.
Für Könner wie dich habe ich auch einen Kurs für Fortgeschrittene mit erweiterten Zeitlimit angelegt. Bin schon gespannt auf neue Rekorde von dir. Ja, okay, machen wir mal für Fortgeschrittene. Dasselbe Ding haben? Ja, bekommst du. Okay. So. So. Kann den auch einfach theoretisch. Vorne an Punkt ist der quasi weiter dran, ne? Ich sage. Da ist mein Ball mobil. Bereit? Ich bin bereit. Okay. Bring den Ball so weit wie möglich auf die Plätze, fertig. Los. Hallo? Da fängt er gut an. Da ist also Kurs für Fortgeschritten. Der letztendlich genauso aussieht. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ja, ist kein Geländewagen, okay. Kacke. Das macht hier den Geländewagen aus. Das Gelände. Mit anderen Rädern wäre das vielleicht nicht passieren. Ja, also theoretisch hätte man schon eine ganze Ecke weiterkommen können. Gott. Was ist mit diesem Terrain? Hallo? Stimmt hier nicht. Jetzt so. Du bist 560. Ja. Uiuiui, ein Wahnsinnsrekord, Bursche. Ich glaube, du hast das Zeug zum Profi-Ballerballer. Hat Spaß gemacht, dir zuzusehen. Vielen Dank, hier für dich. Hast du Lust auf noch eine Runde? Komm, eine machen wir noch. Aus Gründen. So. Denn. Machen wir jetzt einfach den hier. Pass auf. Fliegen einfach auf und davon. Dann kleben wir irgendwie den Ball hier ran. Kleben wir irgendwie den Ball daran. So. Und dann wird er schon. Bereit? Ich bin bereit. So. Ich bin bereit. Man sollte die richtigen Knöpfe drücken, ne? Auf ihn! Was? Okay. Kannst du klingen. Hä, was ist denn los? Keine Lust mehr? Ich geb auf. Ja, ich geb auf. Oh, schade eigentlich, wenn das so ist, was du willst, ja, halt so. Oh, jetzt ist doch ganz traurig. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der Ball tatsächlich so ein Gewicht hat. Deswegen war es vielleicht auch so, dass halt... Oh, tja, hätte ich besser laufen können, aber macht dir nichts raus. Hätte halt... anders sein können, ne? Hätte wäre wenn und so. Einmal da. Nicht da. Nein, auch nicht. Besser. Ich überlege gerade, wir könnten theoretisch eine Starthilfe machen.
Ja. Zwar so. Das dann irgendwie ganz gekonnt mit ran. In etwa so. Aber halt so, dass das Ding eigentlich dran hält, aber hey. So. Hübsch. Einfach toll. Also muss das theoretisch vielleicht mittig angebracht werden, wobei dann mit Ball. Und dann auch das Gewicht des Balls dann dazu. Muss auch noch hochkommen. So. Wir gucken nochmal. Für Fortgeschrittene bitte. Okay. Dann machen wir es wie Krog-Transport hier. So. Muss ich halt nur hochkommen, ne? Wie komme ich denn da hoch? So ganz gescheit. Das ist jetzt gerade so das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das würde gehen. Würde das so auch gehen? Theoretisch ja. Dreht sich so ein bisschen, ne? Okay, stellen wir an den Start. Auf die Plätze, fertig. Okay. Ja? So. Und dann auf ihn, auf ihn! Oh. Okay, ich gebe auf. Wir müssen nochmal machen. Wir brauchen eine andere Startrampe oder so. Das lief halt jetzt nicht ganz so toll. Ey. Hallo? So. Kannst du mir schon mal den Ball geben? Nein, nicht den Anfängerkurs. Den Fortgeschrittenen. So, das war so klar. Wenn es mal wieder länger dauert, dann bin ich am Steuern. Jetzt habe ich auch Übergewicht hier. Besser. Nicht gut, aber besser. So.
Okay, das würde gehen. Dann machen wir das. Bevor ich es mir dann doch wieder anders überlege. Nach Haut ist gar nicht hin, weil das mit einer Sprungfeder und sowas hier alles gar nicht vernünftig funktioniert. Nein! Einsatz mit X, das war wohl nix. Ich hab's kaputt gemacht. Also meine Tüftler-Dinger sollte ich vielleicht mal überarbeiten. Okay. Kollege, wir können abbrechen. Wir machen's anders. Weil was muss, das muss. Okay. Was und wie machen wir? Können. Ja. Wir machen. So? Oh Mammut, was hast du vor? Ja, wart's ab. Das wird jetzt die schlimmste Maschine, die ich gebaut habe, seit Schokolade. Was? Okay. Ich weiß auch nicht. Jetzt so die beste Wirkung hat. Aber so auf gar keinen Fall. Das ist ja so. Ja, es macht irgendwas. Okay. Okay, ja, okay. Hey. Wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Ich weiß zwar nicht, was es hier zu gewinnen gibt, höchstwahrscheinlich keinen. Herzcontainer. Aber hey. Hallo. Irgendwo haben wir hier doch bestimmt noch so ein Rad. Ich hab doch 8 rausgeholt, oder nicht? Nicht? Ja, dann hole ich halt jetzt nochmal eins. Da. War wahrscheinlich nicht genug Platz für alles. Nein, so. Jetzt kullert doch nicht weg. Oh. So. Und jetzt.
Oh Mammut, was tust du? Wie tust du? Ja. Okay. Ja, das wird schon. Das ist ein Monster Truck einfach. Weiß nicht. Okay. So, ein bisschen Windantrieb für ein bisschen mehr Schnelligkeit. Und Moment, übertreibt man nicht. Ich übertreibe nicht. Meine Batterie ist in 2 Sekunden leer. Wo wird es sein und nicht anders? Okay. Zack. Und hiervon noch ein bisschen. Aber nicht so. Ja, das ist so eine Maschine, weißt du, die hätte auch von Dr. Eggman gebaut werden können. Insbesondere, wenn ich jetzt hier so mache. Weil wenn schon, Menschen. Dann gleich am anderen Ende der Schlucht. So wird es aussehen. Mein Ziel irgendwie. Also, mal gucken. Das wird sowas von der Hose gehen. Sehr schön, komm, ich werde irgendwie gegen irgendeine Wand klatschen oder so. Aber dann habe ich es zumindest probiert. Bitte warten. Raketen werden angebracht. Meine Raketen sind angebracht. Immer. Da gibt es keine Option. Oh, kann ich mehr? Okay, dann muss hier eine weg, damit wir dann noch den Ball raufkriegen. Willst keiner versuchen? Hm. Doch, ich. So, 20 Blume, hier hast du, bitteschön. So, da ist ein Ball. Das Ding nach vorne irgendwo hin. Und dann heulen wir gleich, weil es nicht so gut funktioniert. Mal gucken. Bin bereit. Okay, auf zum Start. Wow.
dabei Monster erschießen. Aber damit komme ich auch übers Gelände. Ich würde sagen, Rekord können wir knacken. Aber mehr geht natürlich immer. Bei Rekordknacken wird gerade auch schon wieder fast eng. Ja, doch. Neuer Rekord. Ui, toi. Ja, 662. Fast eine Schnapszahl. Die Zeit ist um. Du bist 662 Meter weit gekommen. Oh, 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 Wahnsinnsrekord. Okay. Ich bin aber weg, ne? Ciao. So. Haben wir hier theoretisch die ganze Strecke einfach nur zum vergessenen Tempel oder ist da dann theoretisch noch mehr? Wir können ja auch mal so ein Ding hier an der Oberfläche nutzen. Müssen wir erstmal in die eine Richtung und dann in die andere. Mal gucken, was wir hier noch so Schönes finden können. Ich glaube, so viel Spannendes gibt es dann hier nicht. Hier sind irgendwelche Räder. Hm. Nicht die Richtung, in die ich gefahren bin. Aber egal. Ich will sowieso in beide Ecken hier nochmal gucken. Damit wir die Schlucht auch ausgeschluchtet haben. Früher gab es hier auf jeden Fall ein paar Gegner an diversen Ecken. Scheint jetzt hier relativ gegnerarm zu sein. Auch hier wieder ist nicht schlimm, ist halt nur auffällig. So, da hinten ist der Schrein, den wir schon gesehen haben. Okay. Andere Richtung geht es ja auch nur zum vergessenen Tempel. Kann gerne nochmal gucken, aber ich glaube, viel mehr ist denn da nicht. Oh Mensch, guck mal, wer da oben ist. Der, der noch auf seine 98 Majoi siegt, ne, wartet. Dann Hinox. Schlafende Riesen soll man nicht wecken. Kann es trotzdem tun. Ups. Aber der Typ ist mir relativ schnurz. Oh nein, ich bin in Angriffsreichweite. Da vorne ist halt auch schon die Stelle, wo ich jetzt schon fast durchgefahren bin, ne? Oh, ein Krok. Da ist noch einer. Itigit.
Okay. Hier gibt es halt Zeug, um wieder nach oben zu kommen. Oh, es gibt mal einen Gegner hier, das ist ja schön. Aber dann endet das ganze Ding hier auch schon. Ah. Gut. Dann geht's weiter an unsere Untergrunddinger. Auf dass wir die ganzen Leuchtwurzeln auch zusammenkriegen. Das heißt, wir fangen hier an. Und dann irgendwie unterhalb der Gerudo-Wüste und dort. Es ist ja wirklich nicht mehr so viel, was uns fehlt. Also zumindest, wenn man sich halt auf das beschränkt, wo ich sage, hey, das würde ich halt gerne. Ja. Ja, dann müssten wir jetzt hier in Süden. Ich sehe auch schon die Leuchtknospe da hinten. Das ist doch schon schön. Zack. Nanium wird zwar immer ein bisschen weniger. Können wir aber bei Zeiten halt nochmal ein bisschen zusammenfahren. Nicht wie bei am Leuten hier. Dann kriegen wir da oben noch mal ganz kurz die große Seele oder die riesige. Jo. Hallo. Erstmal Schaden. Bisschen Schwund ist immer. Bin weg. Mist. Oh Mann, wo fährst du denn? Im Euro Truck Simulator. Besser nicht. Also auch ulki, ne? Das ist halt das bisschen Sunanium-Metall. Als Barriere quasi dient, um keinen Miasma-Schaden zu kriegen. So, wo war jetzt die Wurzel da oben, ne? Ich glaube ja. War recht weit oben. So, und uns fehlt eigentlich ein großes Licht an unserem Gefährt. Da muss ich hin. Oh. Falsch geguckt. Nee. Okay. Dann machen wir hier mal Licht an. Das auch. So, und klatschen wir jetzt da vorne. Mal ein großes Licht dran. Bäm. Ja, ist gut. Und dann gucken wir in der nächsten Folge. Wie wir hier unten noch weiter lang gehen. Hier ist wohl eine Art Mine oder sowas, wahrscheinlich mitten im Schatz. Und dann machen wir vielleicht den Kram hier. Müssen wir mal gucken. Und. Das wird schon, denke ich. Dann können wir so stückchenweise halt die ganzen Lücken hier füllen. Und dann geht es wirklich mit den großen Schritten aufs Ende hinzu. Ja.
Aber das und mehr machen wir dann in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.